Wir fahren nach Glenbeg Castle, dem nördlichsten Ort unserer Reise durch Irland. Das Castle liegt mitten in einem Nationalpark. Also müssen wir am Rande des Parks in einen Shuttlebus umsteigen, um zum Schloss zu kommen. Nach 10 Minuten Busfahrt entlang eines Sees haben wir das Schloss mit seinen Gartenanlagen erreicht. Wir gehen zuerst zum Wallet Garden, einen ummauerten Garten. Auf dem Weg dorthin kommen wir an einem Tor vorbei, das mit interessanten Figuren verziert ist. Jetzt sind wir beim Schlossgarten, dem Wallet Garden. Wir kommen an kunstvoll zugeschnittenen Buchsbäumen vorbei. Rechts am Castle stehen formschön gestaltete Gewächshäuser. Im Garten blühen viele Pflanzen sehr üppig. Dieser Garten wurde vor mehr als 100 Jahren entworfen. In ihm stehen auch viele exotische Pflanzen. Rund um den Garten stehen viele hohe Bäume. Sie dienen als Windschutz für die Pflanzen im Garten. Am äußeren Rand der Gartenanlage stehen einige Pavillons. Einen werden wir besuchen. Als wir in den Pavillon eintreten, flüchten einige kleine Vögel. Einer der Vögel begibt sich auf einen Balustradenstamm und schaut uns an. Ob er uns sagen will, dass wir bitte wieder verschwinden sollen? Er ist aber ganz ruhig und meckert nicht. Vom Pavillon haben wir einen schönen Blick auf das Castle, ein interessantes Gebäude. Das werden wir uns gleich näher anschauen. Wir kommen wieder an interessant gestalteten Buchsbäumen vorbei. Am Gartenrand erblicken wir die Mauer, die den Garten umgibt. Die Mauer soll verhindern, dass die im Naturpark lebenden Tiere in den Garten kommen, denn der Nationalpark beherbergt große Rotwildherden. Die Zugänge zum Nationalpark sind mit Türen verschlossen. Schöne Ornamente verzieren die Türen. Viele Krüge und Figuren schmücken die Mauer. Das Schloss, ein Herrenhaus, entstand so um 1870. Das Gebäude mit den Türmen und Zinnen wurde aus grob behauenen Granitblöcken errichtet. Über eine Tür im Hauptgebäude gelangt man in die Räume, die noch fast im ursprünglichen Zustand eingerichtet sind.
An der Tür erblicken wir einen interessanten Türklopfer und oberhalb der Tür das Wappen der damaligen Besitzer. Die damaligen Besitzer verkauften 1975 die Ländereien und ein Nationalpark wurde gegründet. '83 überließen die Besitzer auch das Schloss mit seinen Einrichtungen und seinen Gärten der Nationalparkverwaltung. Das Schloss steht auf einer vorspringenden Felsklippe direkt am See. Vom Schloss haben die Bewohner somit einen schönen Ausblick auf den See. Wir gehen um das Schloss herum und erblicken unterhalb der Mauer am See ein Schwimmbad. Die Bewohner des Schlosses brauchen also nicht in dem See baden zu gehen. Weiter hinten kommen wir in der Nähe des Castles zum Tuscan Garden, dem toskanischen Garten. Den Zugang zu der Rasenfläche zieren zwei weibliche Figuren mit einem Löwenkörper. Etliche Büsten umrahmen die Rasenfläche. Ganz hinten am Ende der Rasenfläche stehen zwei Statuen. Es ist insgesamt ein interessanter Anblick. Wir schlendern jetzt durch den Landschaftsgarten. Auch er ist schön gestaltet. Jetzt begeben wir uns zurück zum Halteplatz des Shuttlebusses. Gleich fahren wir am See entlang zurück zu unserem Reisebus. Das war ein Spaziergang durch die Gärten von Glenwood Castle.